Los. So, jetzt sind wir hier versammelt, um dieses Sehbewusstsein zu transformieren. Dazu möchte ich noch kurz sagen, ein Bewusstsein ist einfach ein Überzeugungs- und Wahrnehmungszustand. Und alles, was wir uns vorstellen können, hat in diesem Maße deswegen ein Bewusstsein. Wir sind Bewusstsein. Und wir sind die Schöpfer des Bewusstseins, in dem wir leben. Bewusstsein ist, im Prinzip ist es ein energetischer Zustand. Und hier gibt es diesen energetischen Zustand der absoluten Perfektion, aus dem wir alle entstanden sind. Und ich nehme hier immer gerne noch das Beispiel des Babys her. Wenn ein Baby auf die Welt kommt, ist es perfekt. So oder so. Es ist perfekt. Es ist hier. Es ist angekommen. Und alles, was wir an Imperfektion an einem Baby sehen, haben wir da rein interpretiert. Und genau so ist alles immer perfekt schon gewesen, wenn es hier angekommen ist. Und dieser perfekte Zustand kann von uns wiederhergestellt werden, jeden Moment, indem wir uns in diesen Raum, in diese Energie der Perfektion begeben. Und die Energie der Perfektion, die hat keinen Platz für die Dinge, die nicht in Ordnung sind, für die Dinge, die kaputt sind, für die Dinge, die nicht gut sind, für das Schlechte. Weil diese Perfektion ist reinste, pure Liebe, aber bedingungslose Liebe. Nicht die Liebe, die wir kennen, oh, ich liebe dich so oder du bist mir so wichtig und oh, ohne dich ist mein Leben nichts. Sondern dieses Gefühl der wahren, bedingungslosen Liebe, das ist mehr mit einem Gefühl des Glücks, der Leichtigkeit, der Freude, der Ekstase. Das ist wie ein Prickeln, wie ein wunderbares, prickelndes Getränk, das ein riesen Excitement, eine so positive Aufregung und Anregung mit sich trägt. So ungefähr fühlt sich die bedingungslose Liebe an. So fühlt sich das Göttliche an. So ist diese göttliche Wahrheit für uns als Gefühl. So fühlt sich diese Energie an. Und da wollen wir jetzt hin. So, wer will, der kann aufstehen. Wer will, kann sitzen bleiben. Wir atmen ganz tief ein und ganz tief aus. Und mit jedem Atemzug begeben wir uns mehr und mehr in diese Verbindung, in das Bewusstsein dessen, was ich gerade erzählt habe, der absoluten bedingungslosen Liebe, die immer und überall da ist und herrscht. Wir atmen nochmal ein und fühlen, dass tatsächlich da nichts anderes ist als das, was ich wahrnehme. Es ist mein Raum, es ist meine Wahrheit, es ist meine Energie. Ich spüre es nochmal, indem ich einatme und ausatme. Meine Energie ist das Einzige, was hier jetzt da ist. Ich bin hier, ich bin präsent. Ich bin präsent in aller Reinheit und ich bin präsent in aller Klarheit. Ich bin allgegenwärtig, überall, wo meine Aufmerksamkeit hingeht, bin nur ich. Ich sehe alles, was ich jetzt sehen kann in meinen geschlossenen Augen. Ich spüre alles, was
ich spüren kann, spüre ich. Alles, was ich wahrnehmen kann, nehme ich wahr. Ich bin die Wahrnehmung. Ich nehme wahr. Und mit dieser Wahrnehmung gehe ich jetzt dorthin, wo sich alles nach bedingungsloser Liebe, nach göttlicher Liebe, nach göttlicher Perfektion anfühlt. Und ich habe einen Raum eröffnet, wo nichts anderes Platz hat, wie göttliche Perfektion. In meinem Raum entsteht Heilung. Alles ist heil. In meinem Raum entsteht Sicherheit. Alles ist sicher. In meinem Raum beherrsche ich die Energie. In meinem Raum dominiere ich die Energie. Ich bin die Energie, die ich entscheide. Und mit dieser Kraft, mit dieser Entscheidungskraft, entscheide ich nun über die göttliche Energie, dass diese wunderbare Energie die einzige dominante Energie ist. Und diese Energie transformiert und heilt. Und so dehne ich mich jetzt ganz, ganz, ganz weit aus. Und ich merke, wie meine Ausdehnung nach oben geht. Meine Ausdehnung, meine Energie, ich kann sie verfolgen aus meinem Kopf hinaus nach oben. Nach oben, nach oben, nach oben. Ich sehe, wie weit nach oben meine Ausdehnung möglich ist. Und ich nehme wahr, dass sie in die Unendlichkeit führt. Und ich nehme wahr, dass außer dem, was ich wahrnehme, hier nichts ist. Außer meiner Wahrnehmung. Und ich reise nach oben in die Unendlichkeit und nehme wahr die Unendlichkeit. Und nun reise ich wieder zurück nach unten und ich komme bei mir an, bei meiner körperlichen Hülle. Ich reise mit dieser wunderbaren Energie, die ich kreiert habe, durch meinen Körper hindurch. Hindurch, hindurch, von oben, von meinem Kopf, hinunter zu meinem Hals. Über meine Schultern hinunter, zu meinen Armen bis in meine Fingerspitzen. Meine Aufmerksamkeit geht weiter meiner Wirbelsäule hinunter, bis in meine Hüften, in meinen Bauchraum, meinen Schoß, meine Beine hinunter, meine Knie zu meinen Füßen. Und ich sehe vor meinem geistigen Auge, meine Wahrnehmung zeigt mir, wie mein ganzer Körper von meiner Energie umhüllt ist. Es ist so, wie wenn ich einen Schlüssel ins Wasser schmeiße und ich sehe, wie das Wasser, vor allem das Salzwasser, die ganzen Mineralien, den ganzen Schlüssel vereinnahmen. Und so werde ich nun vereinnahmt von all dieser göttlichen Energie, der Perfektion und der Liebe und des Heilseins, des heilen Zustandes. Ich fühle mich wie das Innere
von einem Gänseblümchen, aus dem alles herauswächst und heraus entsteht. Und nun reise ich durch meine Füße hinunter und sehe, wie dort die Unendlichkeit unter mir aufgeht. Die Unendlichkeit der Möglichkeiten, wo ich meine Energie hinbringen kann. Und ich sehe, es geht weiter und weiter nach unten. Und nun sehe ich, wie dieser Strahl, den ich nach oben gesetzt habe, in die Unendlichkeit und den ich nach unten setze in die Unendlichkeit, sich von unten nach oben verbindet und in alle Seiten, Zeitlinien und Dimensionen hier im Jetzt durch mich präsent ist. Das, was ich jetzt bin, was mir bewusst ist, ist das Einzige, was ist. Alles ist hier, alles ist klar und alles fühlt sich so gut an. Es fühlt sich an nach perfekter Liebe. Es fühlt sich an nach liebender Perfektion. Es fühlt sich an nach Unendlichkeit. Es fühlt sich an, als sei ich unendlich. Und in dieses unendlich liebende Bewusstsein bringe ich jetzt all diese wunderschönen Gefühle, Glück, Glückseligkeit, Geborgenheit, Wahrhaftigkeit, Verbundenheit und Einheit. Ich spüre diese große, große Liebe für alles, was da ist. Alles, was da ist. Alles, was da ist, ist diese große Liebe. Und nun lade ich euch ein, in diesen Raum eure Liebsten zu holen. Alle Menschen, an die ihr denkt, die euch nahe sind, kommen in diesen Raum. Und ihr fühlt, wie befreit sie sind. Ihr fühlt für diese Menschen, wie sicher sie sich fühlen. Fühlt diese Sicherheit dieser Menschen, fühlt sie jetzt. Fühl die Gesundheit dieser Menschen. Fühl sie jetzt. Fühl, wie sie gesund sind. Fühle die Freude dieser Menschen. Fühle, wie sie sich freuen. Fühle, wie sie tanzen durchs Leben. Und vor allem fühle, wie sie wissen, dass alles gut ist. Alles ist in Ordnung. Die Sicherheit ist da. Fühle die Sicherheit. Und geh auf in diesen wunderbaren Gefühlen, die du fühlst für jeden einzelnen Menschen. Ich möchte dir jetzt Raum und Platz lassen, einen Menschen, der dir ganz, ganz wichtig ist, an dein Herz zu nehmen. Nimm deine Hände zu deinem Herzen, spüre, wie dieser Mensch geliebt und geheilt ist. Spüre diese geliebt und geheilte Version dieses Menschen. Spüre, wie alle Angst von diesem Menschen abfällt. Spüre die Entspannung dieses Menschen. Spüre das Glück und die Freude, die Lebensfreude dieses Menschen. Spüre sie ganz fest. Spüre sie jetzt. Spüre die Leichtigkeit dieses Menschen. Und jetzt fühlst du, wie dieser Mensch den nächsten Menschen, der ihm so nahe steht, so am Herzen liegt, genauso wie du in sein Herz einschließt. Spüre.
Spüre diese wunderschöne Verbindung der Freude und der Göttlichkeit, der Perfektion, der Gesundheit, der Fülle, des Glücks, der Glückseligkeit. Und jetzt fühlst du wieder, wie genau dieser Mensch wiederum jemanden anderes an sein Herz nimmt und in dieser Energie der Glückseligkeit und der Freude, der Reinheit, der Schönheit und der Liebe sieht. Und nun stellst du dir vor, wie diese Reihe unendlos weitergeht, unendlich weitergeht und jeder Mensch einen weiteren in seinem Herz schließt. Und es wird größer und es sind mehr und mehr Menschen und mehr und mehr Menschen. Und es geht so lange weiter, bis jeder Mensch von einem anderen Mensch so ins Herz geschlossen worden ist, so geheilt worden ist, so geliebt worden ist, in seiner absolut höchsten und perfektesten Version gesehen worden ist. Und das ist das reine, wahre Bewusstsein, das du initiierst, das von dir ausgeht, das du erzeugst und kreierst und die ganze Welt ist eingeschlossen. Und jetzt möchte ich dich noch bitten, einen Menschen, den du als wirklich böse ansiehst, ob du ihn kennst oder nicht, genau da reinzutun, in dein Herz, in diese Energie. Das kann ein Politiker sein. Das kann einer aus der ganz langen Vergangenheit sein. Das kann irgendjemand sein, von dem du gehört hast, der Initiator einer bösen Agenda war. Nimm eine dieser Personen und hol sie hierher in dein Herz und transformiere. Genauso. Transformiere diesen Menschen in seine göttliche Version. Du tust es jetzt, du machst es jetzt. Du hauchst Gott ein. Überall kannst du Gott, das Göttliche, das Liebende, das Schöne, das Perfekte, das Gesunde, das Freie, das Unabhängige, das Bedingungslose einhauchen. Denn du bist der Atem Gottes. Und du siehst auch hier wieder, wie dieser Ripple-Effekt passiert. Wie es sich ausdehnt und ausdehnt. Und spür das, spür die Heilung jetzt. Spür sie ganz tief. Spüre, wie du diese Kugel, diese goldene Kugel der Heilung jetzt initiiert hast. Du hast sie gemacht, du hast sie kreiert, du hast sie aufgefüllt. Und nun ist sie zur Verfügung, diese Kugel. Sieh diese Kugel, wie sie über dir ist, wie diese wunderbare, göttliche, perfekte Kugel über dir, über deinem Haupt, über deinem Kopf, über deinem Kronenchakra schwebt. Und spüre, wie diese Kugel ihre Energie abgibt an dich, durch dich, in jede Zelle deines Körpers. Du spürst nochmal ganz tief rein, wie es durch deinen Kopf hineingeht, wie es dich ausfüllt, deine Schultern. Du spürst es in deinen Händen, du spürst es. Es geht deine Wirbelsäule, deine Lunge, deine ganzen inneren Organe werden angefüllt. Jedes Blutkörperchen, jedes kleinste Atom deines Körpers, deine Manifestation wird genau von dieser Information berührt und sie spürt sie und sie freut und sagt, danke für die Wahrheit, danke, danke für die Klarheit, danke. Und du gehst auf in dieser Wahrheit und du weißt, du bist Schöpfer, du weißt es, du machst alles. Und diese Zauberkugel, weißt du, ist da, die haben wir jetzt kreiert. Und diese wunderbare Kugel, diese göttliche Kugel, die kannst du vor deinem geistigen Auge, in deiner Vorstellung, jederzeit über jeden Menschen setzen, wie du das möchtest.
diese göttliche Information fließen lassen, aus der Kugel, aus dir heraus, aus deinem Blick heraus, aus deinen Händen heraus, aus deinen, wenn du jemanden anfasst, wenn du jemanden siehst, jederzeit kannst du es reaktivieren und es ist da, es ist immer da. Und jetzt nehmen wir das komplette Bewusstsein dieses C-Bewusstsein, das ziehen wir überall raus in unseren Vorstellungen. In unserer Vorstellung ziehen wir das raus. Stell dir das einfach vor, dass du überall, wo dieses C-Bewusstsein ist, so wie einen Magnet anziehst und dieses C-Bewusstsein geht in diese goldene Kugel und wird dort transformiert. Überall, wo du es siehst, auch in Zukunft, jeden Moment, wenn deine Aufmerksamkeit irgendwo in dieses Thema hineingeht, sagst du einfach nur transform, transformiere, transformiert. Und es ist umgeben von dieser göttlichen Kugel, vom göttlichen Bewusstsein. Mehr musst du nicht tun. Es ist da, es ist kreiert, es steht dir jederzeit zur Verfügung, es ist hier. Und nun hüllen wir die ganze Welt in diese göttliche Energie, in diese Perfektion. Und wir beobachten, wie alles transformiert. Schau in diese Kugel dieser Welt, schau, wie alle glücklich sind. Schau, wie alle leicht sind, schau, wie alle sorgenfrei sind. Schau, wie alle ihr Leben genießen und schau, wie alle wissen, dass es hier nur darum geht, eine göttliche Erfahrung auf Erden zu machen. Keiner hat mehr Angst. Alle erinnern sich dran. Es ist das Paradies. Paradies ist da, es ist jetzt da. Einfach und leicht, sorgenfrei, fröhlich. Alle Erfahrungen sind in Freude. Spüre ganz tief rein und sag, es ist in Ordnung, es ist alles perfekt, es ist alles gut. Es gibt nichts zu tun. Alles ist transformiert. Alles ist hier. Es ist gemacht. Ich danke mir. Ich danke dir in mir. Ich danke euch in mir. Ich danke Gott in mir. Ich danke der Liebe in mir. Und ich danke meinem Hund in mir. So. Die Arbeit ist getan. Alles ist in perfekter göttlicher Ordnung und Harmonie. Und ich bin hier. Ich bin hier. Jetzt dürft ihr langsam wieder eure Augen aufmachen. Ich möchte nicht, dass ihr zurückkommt. Ich möchte, dass ihr immer dort bleibt. Dass ihr wisst, ihr seid immer dort verankert. Es gibt nicht zurückzukommen. Es gibt nur hier, es gibt nur jetzt. Und jetzt bist du hier. Mit zu den Augen oder mit offenen Augen. Es ist alles immer noch da. Und wenn du willst, kannst du ab jetzt jederzeit auch deine Augen öffnen. Ich weiß nicht, ob jemand meinen Hund gehört hat. Der hat gerade auch so gemacht. So. Nachher noch ein paar Worte an die, die es jetzt in der Aufzeichnung dann hören werden. Ihr könnt das alles so oft wie möglich durchmachen.
wenn ihr Angst habt oder wenn ihr Sorgen habt. Und vergesst es nicht, es ist alles hier, es ist alles jetzt, es ist wahr. Und ganz kurze Erinnerung, Magic Mind Integration von 1.12. bis 14.12. gibt es mehr von diesen Sachen. Bis dann.